Heli-Whiskey Juliet, wind 320 degrees 6 knots, depart on discretion, helipad 2, cross runway axis via route Hotel Whiskey. Hallo zusammen, ich bin Michael Leuenberger. Ich fliege seit 10 Jahren privat Helikopter und nehme euch heute mit auf einen Berner Alpenrundflug mit dem fabrikneuen Heli vom Typ Robinson R44, der den Mountain Flyers gehört. Hier rechts oben, das sind wahrscheinlich Kampfjets, da die Sporen, die man sieht. Auf was an? Kennst du die? Wieso? Ja, weil eine Linienflüger macht nicht... Eine schnelle Kurve? Ja, aber nicht so viel schnell. Nicht so viel eng. Ja. Und auch, es sind zwei nebeneinander, die sind gegen zwei Staffeln unterwegs. Hello, Whiskey Juliet, a beam ocean at 100,000 feet will proceed direction top pillar to incline. Dann ist der Petersgraf. Hier unten ist das Motor, da ist auch ein SAC heute ganz hinten, nicht am Fels, sieht man sie dann her. Der Gletscher hier, was ist das? Da sind wir jetzt gerade über Kanderfirn. Die Leute, he, unheimlich. Ja, das hast du eigentlich das Gefühl, dass hier oben bist, dass sie nur Berge hier. Wirklich, riesig. Hast du das Blau von diesem Gletscher gesehen hier, Jeli? Wie der blau ist, die Sonne die scheint. Die Stunde. Ah ja. Und so fliegen wir weiter über den Fieschergletscher südlich vom Finsteraarhorn vorbei Richtung Oberaargletscher. Hallo, es gibt Juliet, das ist der Beam Goalie Gletscher 1500 feet, will proceed direction region of Grindelwald. Das ist der Eiger hier? Ja. Hey, ist das schön. Das sieht mega schön aus mit den Wolken. Da sieht man Feisterli eigentlich schon. Und zwar... Vom Isenberg? Ja, genau. Da hier, wo der Fels kommt, ja so oben an, und dann kommt Schnee. Zimli und weit unten, oder? Genau, dort, wo der Fels am tiefsten ist, liegt über dem Schnee. Zeit für High Record Air Force. Mit du lege ich heute hier hin. Ja, schau da. Geht rechts. Ja. Hallo, Whiskey Juliet. South of Mittulegi Hütte will turn left and then proceed direction a kleine Scheideck. Hoch über Wengen nehmen wir Kurs Richtung Emmittal. Die Route führt uns an der Axalp vorbei, über den Brienzersee, links neben dem Rothorn durch.
In der Waldlichtung auf dem Blasenhorn legen wir einen Zwischenstopp ein, wo wir ein Apéro geniessen und der Sonne zuschauen, wie sie langsam hinter dem Jura untergeht. This is Bern Information, Bravo, at 1650, ILS approach 14, runway, in use, 14, transition level, 70, wind, 320 degrees, 6 knots, capital K, temperature 16, dew point minus 1, QNH 1030, nothing. Bern Information, Bravo. I prefer the runway. Juliette Jean Grand, schönen Abend, ciao. Dann hin auf Job. Merci.